Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilum-Büren-Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke. Kreisschützenfest in Steinhausen. Kreiskönigin Lena Höpper genießt das Bad in der Menge. In 2 Stunden wird sie ihren Titel als Kreiskönigin los sein. Schließlich steht jetzt das große Vogelschießen an. Und das ist hier natürlich Männersache. Der Sieger des Schießwettbewerbes darf sich Kreiskönig nennen und wird zusammen mit seiner Partnerin das Kreiskönigspaar 2017-18 sein. Das bedeutet auch, dass das Mega-Schützenfest dann in dem Heimatort der beiden neuen Kreismajestäten stattfinden wird. Den ersten Schuss auf den unversehrten Vogel darf der noch amtierende Kreiskönig Josef Luz abfeuern. Ja, Josef, wahrscheinlich jetzt am späten Nachmittag ein weinendes und ein lachendes Auge. Deine Regentschaft wird in gut 90 Minuten enden. Ja, das stimmt. Ein bisschen traurig oder ein bisschen schade ist das. Aber ich sage mal so, ich hatte mein Jahr, ich habe den vollen Zügen genossen. Und es ist ja auch so, es ist ein Fest, es ist ja nicht für die Königin oder das Fest ist kein Gewinn für die Königin oder den König, auch nicht für den Verein, sondern das Fest ist ja eigentlich ein Gewinn für den ganzen Ort. Und ja, jetzt hatten wir natürlich super Wetter, der Ort konnte sich einmal hervorragend präsentieren und ich denke, da kann man stolz drauf sein und mit zufrieden sein. Dann geht es weiter mit dem ersten Schießdurchgang. Alle Vereine dürfen noch schießen. Zahlreiche Gäste verfolgen das Duell unter der Vogelstange. Unter ihnen auch Landrat Manfred Müller, der ein richtiges Plädoyer für das Schützenwesen hält. Setzen sich für soziale Belange ein, machen sich auch für den Frieden stark in den Gedenkstunden zusammen mit den Kameradschaften. Und wer wird denn sonst bereitet den Menschen so viel Freude? Die sind Träger von Kultur und das ist prägend auch für unsere Region. Das macht den Menschen Spaß, das gibt denen auch Kraft für den Alltag und vor allen Dingen, es stärkt die Gemeinschaft. Bereits im ersten Durchgang mit Schuss 49 fällt das Zepter. Neuer Kreis-Zepterprinz ist Tobias Pohler, der amtierende König aus Steinhausen. Herzlichen Glückwunsch, Zepterprinz. War das so geplant? Nein, eigentlich wollte ich die Krone abschießen, aber der Schießmeister meinte, die ist jetzt noch nicht locker genug und die kann man jetzt nicht abschießen. Schieß aufs Zepter, habe ich aufs Zepter gezielt. Ab dem zweiten Schießdurchgang wird gesiebt. Schießberechtigt sind nur noch die Vereine, die in den letzten 20 Jahren kein Kreisschützenfest ausgerichtet haben. Ebenfalls gesperrt sind alle Vereine, die der Ämtersperre unterliegen. In diesem Fall ist das das alte Amt Büren. Das hat den Vorteil, dass das Kreisschützenfest nicht in 2 Jahren hintereinander in der gleichen Kommune stattfindet. Einzige Ausnahme, alle Vereine, die doch nie Ausrichter eines Kreisschützenfestes waren, dürfen durchgehend schießen. So viel zum Prozedere. Zurück zum Schießen. Mittlerweile sind 76 Schuss vergangen. Henrik Steven aus Weine ist zielsicher. Er sichert sich die Krone. Das ist die zweite Krone dieses Jahr. Als ich König Kronenschießen konnte machen, habe ich auch meine Krone abgeholt. Ja, das heißt, du bist ja jetzt auch noch hier auf der Liste für Kreiskönig. Hast du eine Ambition? Nein, auf keinen Fall. Leider keine Zeit für und nein. Das heißt, es ist jetzt hiermit erledigt für heute? Ja, ein Orden ist ja noch da oben, deswegen ein Orden probieren wir noch, aber danach ist Feierabend. Als nächstes geht es dem Apfel an den Kragen. Nils Schmidt aus Obsprunge will sich schon als Apfelprinz feiern lassen. Doch die Jury ist hart. Es sind noch Reste in den Fängen des Adlers. Ein paar Schuss später ist Dr. Tobias Schütte aus Haaren der glückliche neue Apfelprinz. Herr Dr. Schütte, das war ja ein langes Ringen um den Apfel. Sie haben es aber tatsächlich geschafft. Wie stolz sind Sie denn in diesem Moment? Ja, es freut einen natürlich in dem Moment, dass man dann die Möglichkeit hat, noch schießen zu dürfen und dass dann wirklich der Apfel kommt. Waren Sie jetzt ringen, wie Sie schon gesagt haben, aber jetzt umso erfreulicher, dass es dann geklappt hat. Haben Sie denn noch mehr vor? Ich meine, Sie dürften noch schießen. Also Haaren ist schießberechtigt, das stimmt, aber wir haben keine Ambition, das dieses Jahr zu machen. Wir haben überlegt, das durchzuführen und der Schützenverein und der Schützenvorstand stand auch dahinter, aber haben uns dann entschieden, das nicht zu machen. Auch wenn Haaren in diesem Jahr keine Ambitionen hat, jetzt ist der Fight um die Königswürde endgültig eröffnet. Viele der anderen Könige sind ganz heiß auf den Titel. Ja, wir wollen es mal versuchen. Das heißt, bist du jetzt schon richtig nervös, oder? Ja, doch, ich bin leicht nervös, doch. Hast du denn eine Taktik überlegt, wie das heute Abend klappen könnte? Nee, das gucken wir gleich mal spontan. Ich muss erst mal draufhalten, dann weiß ich, wie das so. Ich schieße nicht nebenher, aber es gehört ganz viel Glück dazu, Kreiskönig zu werden. Wie groß ist dann die Enttäuschung, wenn es heute nicht klappt? Die Erde dreht sich weiter.
Das ist kein Bein ab, wenn es dann nicht klappt. Aber ich würde mich schon freuen, wenn es dann klappen würde. Mittlerweile hat es angefangen, stark zu regnen. Viele Gäste flüchten ins Zelt. Aber die Kreiskönigsanwärter sind hart im Nehmen. Der Kampf muss schließlich weitergehen. Es entsteht ein spannender Sechskampf. Atteln, Boke, Holsen, Kleinberg, Salzkotten und Ferne liefern sich einen harten, aber fairen Wettbewerb. Doch das Federvieh ist robust. Also es schüttet aus Eimern, wir sind klitschenass, es geht gar nicht mehr. Und das schießt trotzdem Spaß? Ja, auf jeden Fall, nur der ist zäh wie Sau, also das Ding kommt nicht runter. Der Vogel lässt sich also durch schauspielerische Glanzleistung nicht beeindrucken, aber ich überlege mir gerade einen neuen Trick. Können Sie den schon verraten? Nein, später, bei der Siegerehrung. Ja, scheiß Wetter, Motivation gleich null oder doch ein bisschen besser? Ich kenne das Problem. Genau, bei diesem Wetter habe ich auch einen Vogel abgeschossen, deswegen, ich kenne das. Das wäre ja eigentlich ein gutes Omen. So sehe ich das auch. Und er sollte tatsächlich Recht behalten. Nach knapp 3 Stunden Kampf um die Königswürde setzt Henning Gurk aus Holsen dem sportlichen Treiben ein Ende. Mit Schuss 295 fällt der Vogel. Er macht sich zum Kreiskönig. Die Freude ist riesig. Ich denke, jetzt machen wir Schluss mit dem Heckmeck. Und dann schießen wir ihn einfach ab. Hier ist die Patrone. Henning, was geht mir gerade durch den Kopf? Was geht dir gerade durch den Kopf? Wahnsinn! Einfach nur Wahnsinn! Wunderbar, alles gut! Wir feiern richtig alles fest jetzt! Damit kehrt das Kreisschützenfest zurück in das Stadtgebiet von Salzkotten. Ja, ich bin jetzt im 4. Jahr meiner Bürgermeisteramtszeit. Wir haben jetzt zum 3. Mal das Kreisschützenfest ins Stadtgebiet geholt. Ich freue mich für Holzschwelle-Winkhausen, dass sie dem Wetter getrotzt haben, den Vogel runtergeholt haben. Und heute kann gefeiert werden, morgen wird gefeiert. Und am Dienstag beginnt dann Tag 1 vor dem großen Kreisschützenfest. Zusammen mit seiner Königin Denise Brosien wird der 27-jährige Henning Gurk nun ein Jahr lang den Allkreis Büren schützenfesttechnisch repräsentieren. Und die Zuschauer dürfen sich schon jetzt auf ein tolles Kreisschützenfest 2018 freuen. In Holsen, Schwelle-Winkhausen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Innogy.